ich habe einen wunderschönen Text vorbereitet. Wenn jetzt irgendjemand hinterher sagt, dass er sinnlos ist, der hat leider recht. Aber er hat einen schönen Titel. Er heißt Günther und der Weg aus dem Paradies. Kennt ihr das? Ihr geht durch die Stadt oder durch den Park oder durch den Supermarkt oder irgendwo anders entlang und jemand kommt euch entgegengestürmt, rennt euch beinahe über den Haufen, entschuldigt sich aber nicht und rennt einfach weiter. Und jedes Mal könnte ich mich aufregen und jedes Mal frage ich mich, was zur Hölle kann denn so wichtig sein? Okay, man könnte jetzt sagen, ein Verwandter oder Freund liegt im Krankenhaus, Freund oder Freundin geht gerade fremd, derjenige kommt zu spät zur Hochzeit, derjenige kommt zu spät zur Arbeit, alles möglich. Wahrscheinlicher scheint mir jedoch folgende Situation. Ein Mann, sagen wir, er heißt Günther, geht durch die Stadt. Plötzlich fasst ihm von hinten ein anderer Mann auf die Schulter. Günther dreht sich um und sieht dem Fremden ins Gesicht. Dieser drückt ihm 10 Euro in die Hand und sagt freudestrahlend, die Luftmatratzen sind heute im Angebot. Dann geht er weiter. Günther blickt ihm nach und lächelt. Umgehend macht er sich auf den Weg in das nächste Bettengeschäft. Im Schaufenster sieht er ein Schild, Luftmatratzen heute 50% teurer. Günther freut sich, denn er will schon lange eine neue Luftmatratze kaufen. Er geht in das Geschäft und nach kurzer Farbauswahl kauft er eine grüne Isomatte. So eine Isomatte muss man nun auch verwenden, das weiß man ja. Also macht sich Günther auf den Weg zum Yogakurs. Er braucht einige Zeit, bis er den richtigen Raum gefunden hat. In der Yogagruppe angekommen, breitet er seine Isomatte aus und beginnt mit der Aerobic. Da öffnet sich die Tür erneut und ein Mann mit Sturmmaske kommt in den Raum gestolpert. In der Hand hält er eine Möhre, mit der er auf die Yogakursteilnehmer zielt. Sein Gesicht ist wutverzerrt und er schreit Hände hoch. Panik bricht aus und alle sitzen durcheinander. Nur Günther nicht, denn er fühlt sich nicht angesprochen. Schließlich zielt der Mann auf die Yogakursteilnehmer und er macht Aerobic. Der Verbrecher nimmt eine Wasserflasche als Geisel und ruft mit seinem Handy den Pizzaservice an. Eine Schüssel Reis mit Apfelmus bitte. Ja zum Liefern, ja zum Yogakurs. Die Yogakursteilnehmer sind geschockt über diese Tat. Traumatisiert beginnen sie Reise nach Jerusalem zu spielen. Günther ist gelangweilt. Schließlich ist er nicht gläubig und er verlässt den Yogakurs. Sein Karateprogramm setzt er im Park fort. Gerade hat er angefangen, als ihm der Wind ein Buch in die Hand weht. Günther ist verzweifelt, die dunkle Bedrohung, er muss die Welt retten, was soll er denn tun? Günther holt seinen Campinggrill raus, schmeißt das Buch darauf und verspeist es danach. Leider hat er vorher nicht richtig nachgedacht, was soll er tun, wenn sich die Buchstaben im Magen verhaken. So ein S konnte lebensbedrohlich sein. Das würde eine unangenehme Gynäkologenbehandlung nach sich ziehen. Soweit darf er es nicht kommen lassen. Er trinkt 3 große Schlücke Eistee. Auch keine gute Idee, denn er erleidet einen Kälteschock. Seine Harnröhre, der einzige Weg, der Harnröhren frei machte, war Sex. Er fährt so schnell, er kann nach Hause, zieht sich aus, zieht seine Frau aus der Küche ins Schlafzimmer, zieht seine Frau aus. Er bezahlt im Voraus 10 Euro für eine Stunde. Günther findet, dass das ein annehmbarer Preis ist. Wäre die Stunde nicht immer schon nach 6,5 Minuten vorbei, wäre es ein fast perfektes Geschäft. Seine Frau keucht und schreit dann. Günther ist entsetzt. Wie konnte sie gleichzeitig keuchen und schreien? Das war doch eine merkwürdige Welt, in der er da lebte. Du hast mir Falschgeld gegeben, du Sohn einer läufigen Ameise! Falschgeld? Er und Falschgeld? Günther ist doch nicht kriminell. Na, das wird er melden. So ging das nicht. Günther geht zur Bank. Er will das Geld umtauschen. Die Bankkauffrau schaut ihn verdutzt an. Geld? Wie meinen Sie Geld? Geld führen wir hier nicht. Wir haben hier doch Feta-Käse. Günther ist bestürzt. Er verlässt die Bank. Sein Geld ist wertlos, etwas Wertloses, was man mit sich herumschleppte, war Ballast. Ballast musste man loswerden. Aha, eine Frau, eine unschuldige Frau. Er fasst sie an der Schulter, drückt ihr 10 Euro in die Hand und sagt, gestern ist die Welt untergegangen. Die Frau sieht ihn erschrocken an. Gestern schon? Da muss ich mich ja beeilen. Als sie heute bei Aldi gewesen war, waren nur noch wenige Zeitmaschinen im Angebot übrig gewesen. Wenn sie schnell lief, würde sie vielleicht noch eine abgreifen können. So ein Weltuntergang gab es schließlich nicht alle Tage. Sie rennt los, rennt ahnungslose Passanten über den Haufen, die sich fragen, was denn so wichtig sein kann, und kommt atemlos bei Aldi an. Sie stimmt quer durch den Laden und macht Halt für den Zeitmaschinen. Pferdeäpfel sind ausverkauft, aber einige wenige Zeitmaschinen sind noch da. Der HD-Auflösung sei Dank.